mich angegriffen hätten, glaube ich, wäre ich hier. Würde ich jetzt behaupten. Würde ich jetzt einmal fast behaupten. Ja, gib her, gib her, gib her, da. Sehr gut, sehr gut. Mhm, wichtig und richtig. Komm mal her da. Ja, nix, 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 nix. Na, gar nix, okay, passt. Ja, ja, meine Güte. Kehren Sie um. Das glaubst du aber nicht wirklich. Das glaubst du aber nicht wirklich, dass wir jetzt zurückkehren, gell? Ja, was? Ah, ich hab's auch. Haben wir doch gehabt, so. Es ist doch nichts für mich. Oder was? Ich hab's dann doch wieder anders gemeint. Nee, nee. Ich wollte dann doch irgendwie nicht. Oder was? Das wäre jetzt aber klar. Das wäre jetzt aber so klar. Das mache ich einfach nur, damit das schneller weg ist. Der Scheißdreck. Das ist aber praktisch, weißt du? Das ist aber sehr praktisch. Und keiner kommt durch. Boah, würde ich mal sagen, das ist praktisch. Definitiv. Definitiv. Boah, der ist einmal weg. Aber der bewirft mich wahrscheinlich nur immer. Bis der Scheißdreck da nicht weg ist, kann man da nicht miteinander kämpfen. Also, das war so klar. Passt. Das wär's aber, wenn jetzt auch noch irgendeiner da von der Seite da kommt, oder so eine kleine Armee danach. Jetzt hab ich mir doch gehabt, da ist jetzt einer. Ich hätte schwören können, das ist jetzt einer. Okay, bitte. Sind die's erkennen. Aufpasst, ich muss ihn da durch. Lustige. Komm, und kommt jetzt noch was entgegen oder nicht? Was der, ich bin da wieder sehr vorsichtig. Also wenn ihr jetzt nicht gegen einen Sturm kämpft, dann weiß ich aber auch nicht. Dann weiß ich aber auch nicht, Alter. Bist du. Alter! Alter, vor der Papp, Alter, bist du deppert! Ich würde sagen, ich nehme gerne das Einkaufswagel. Ich sag's einmal nur. Ich sag's gleich, ich nehme gerne das Einkaufswagel. Boah, schau, 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 das kennen wir ja, das kennen wir ja. Dann schau dir das an. Das kennen wir ja zu gut. Das kennen wir ja zu gut. Auf den Kampf bin ich jetzt aber gespannt. Auf den Kampf bin ich jetzt aber extrem gespannt. Hoppa. Das war jetzt aber auch ein bisschen Arsch, der Platz. Der Platz ist jetzt aber wirklich sehr Arsch, meiner Meinung nach. Also nicht wirklich gut gewählt. Also muss ich jetzt aufpassen, wenn ich drüber hupfe oder was? Ja, hupfe mal. Passt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schaut schon wieder sehr gut aus. Kann schon drüber hupfen. Kann schon drüber hupfen. Schaut dir die. Ist da oben die alte? Nein, irgendeine Figur oder irgendwas in der Richtung, gell? Irgendeine Figur würde ich sogar fast behaupten. Im Prinzip stehe ich jetzt einfach nur noch da und du quasi aufladen oder wie? Ja, so in etwa, ja. Okay. Tut mir gerade ein bisschen weh. Ich weiß nicht. Da habe ich so viel Kunden gehabt und dann nur wegen dem Blödsinn da. Okay, das geht eh nicht dazu, passt. Ah, was gehört noch dazu, damit ich ungefähr weiß. Okay. Okay. Den Tornado besiegen. Ah ja. Und was soll ich jetzt doch irgendwie... Ich kann den hier machen. Bitteschön. Wird sich zwar nicht wirklich viel bringen, aber hey, ich kann den hier machen. Ich gehe wieder heim. Interessiert mich nicht. Da war ohne Spaß, was soll ich jetzt machen? Ah. Weißt
ist was? Ich musste sein Herz durch Licht verletzen. Na schau, geht ja. Lad nach, Avara, lad nach! Ja, mehr als genug, oder? Ohne Grund haben wir nicht so viel. Oh yes! Wenn man da kommt, wo seht's? Wo seht's, aber da müssen wir forschen. Schlecht geträumt. Ist ja ein bisschen nass aus, verschwitzt, dreckig. Nein. Alles in Ordnung, du bist nun daheim. Alter, wie die redet allein schon. Ist gut. Sehr sexy. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Sehr sexy, die Stimme. Wollte nur mal sagen. Sehr, sehr sexy. Und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht alles. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Musst du mal unbedingt herumschauen. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Hast du hier deine Tabletten genommen? Danke. Okay, das wird's einmal nicht, ja? Das wär's aber gewesen, oder? Wenn ihr da durchgehen dürfen. So stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Krieg ich mal an in die Button. Danke. Danke. Komm wieder ins Bett, Tor. Ist ein schön netter Klicker, oder was? Das hilft um einiges. Plötzlich ist es die Alte. Boah, das wär's gewesen, Alter. Da tut mit der Alte herumschmusen. Mit der Ex, Alter. Boah, das wär mega gewesen. Es wär so mega gewesen, wenn er plötzlich mit der Alten geschmust hätte. Das ist Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Gehen wir mal zum ersten Schüler hier. Schaut schon mal wieder sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Aber ich kann nicht. Nehme ich gern? Ja, nehme ich sehr, sehr gern. Passt! Hab gleich mal wieder eingesammelt. Sehr gut. Kann ich jetzt. Ja, ich hab's mir jetzt aber denken können, dass ich da jetzt nicht unendlich da herumsuchen darf. Mit der Taschenlampe. Plötzlich unendlich, oder was? Das würde mich jetzt aber interessieren. Ganz ehrlich. Kann ich? Okay, ja, passt. Aufgelegt, danke. Da wollte ich mich einmal unterhalten, so schön, und dann nix. Was, wenigstens ein Bier oder sonst was? Nein. Das hat mich dann nicht interessiert. Was?
Alter! Alter! Also manche Momente würde ich wirklich, wirklich sehr gern hoffen, dass sie wahr sind. Also manche Sachen würde ich wirklich sehr, sehr gern hoffen, dass sie wahr sind. Weil gerade diese Aussage fand ich sehr geil. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Was? Ich würde es mega feiern. Ich würde es so dermaßen feiern. Weißt du, was auch extrem geil wäre? Wenn er das eigentlich quasi alles nur in einem Koma geträumt hätte, weil er sich so dermaßen angesoffen hat. Das würde ich so feiern. Das würde ich so dermaßen feiern. So einfach so Kleinigkeiten, das wäre, Alter. Wenn das alles wirklich nur ein Albtraum gewesen wäre oder sonst wie. Es wäre so geil. Es wäre so geil. Und kein Happy End. Kein Happy End. Es darf kein Happy End geben. Gerade bei der Geschichte. Weg von mir, alte Hexe. Wo bin ich? Ich will weg. Alice, ich komme. Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was du schreibst. Diese Scheißhexe. Jetzt kriegen sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als sie. Ja und, oder? Ja und? Älter als ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. So dermaßen gespannt, wie das scheiß Game endet. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es jetzt eine Karte gibt. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Nein! Thank you.
Sam. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehen soll, hat er sich quasi dafür geopfert, dass sie aus der Dunkelheit entkommt. So wie ich das jetzt gerade verstehe. Wenn ich das jetzt nicht so richtig jetzt verstanden habe, bitte aufklären. Aber warten wir noch ab, warten wir noch ab. Bin gespannt, was noch kommt. Das ist ja das Fest, genau, das wissen wir ja eh. Jeder hat die Nacht vergessen, die was davor passiert ist. Ah ja, man kennt ihn. Ah! Die zwei Wahnsinnigen, oder geil. Was hat jetzt so gewirkt gehabt, oder wie wir da gleich irgendwie abstechen wollen? Hat hier sowieso ein Trauma, das ist eh klar. Und er. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Okay, das mit Alan, wach auf. Kann schon sehr, sehr vieles sagen. Ich frag mich nur, wie ich. So folgen ist wahrscheinlich. Oder es gibt ja zwei zusätzliche Kapitel ja auch noch als DLC. Werde ich dann eh sowieso nachschauen müssen, wie ich da zu den DLCs kommen werde. Radiosender, Fernsehsendungen, nur zwei leider nicht gesehen. Schade. Schilder gefunden, Wecker gefunden worden. Wo ist Wecker? Starschnitte. Okay. Night Springs Videospiele gefunden. Okay. Aber hey, Kills! Wow, immerhin! Ja, die Schrotflinte, die hat's mir auch da. Jetzt war definitiv auch da. Bist du etwa der erledigte Vögel 956? Schmeckt! Ja, Leute, was soll ich dazu noch sagen? War gut! Das mit Alan wach auf. Hört sich schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Ich weiß trotzdem nicht, was ich noch so davon halten soll. Da müssten wir noch die DLCs vielleicht gespielt haben. Vielleicht wissen wir dann mehr storymäßig. Aber war gut. Hat mir getaugt. Da muss man wirklich sagen, also der Ruf ist gerecht. Es macht Spaß. Es herausfordert auch mal wieder jemanden. Also das Spiel stellt dich bei jeder Episode auf eine neue Herausforderung und das fand ich babamäßig. Das fand ich wirklich, wirklich gut. Und ich habe definitiv einen Spaß gehabt. Wir werden definitiv noch weiter spielen, nur werden die Folgen seltener kommen, sage ich gleich, auf alle Fälle, auf YouTube. Wie soll ich das genau sagen? Die Videos kommen dann wahrscheinlich nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, dafür kann ich es halt jetzt will ich nicht sagen hinausstrecken, aber dafür werde ich halt auf Hardcore spielen bzw. es probieren, irgendwie mein Bestmöglichstes auf Platin zu kriegen. Glaube ich, werde ich zwar nicht schaffen, aber ein Versuch ist es wert. DLCs müssen ja auch einmal gespielt werden. Wer weiß, wie die wieder sind. Wer weiß, wie der Hardcore-Modus ist. Damit würde ich aber auch wieder sagen, Leute, hat mir mega, mega Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Leute, wir sehen sich dann in der nächsten Folge dann wieder. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.